Heilsein. Puzzleteile für ein gutes Leben. Mit der Therapeutin und Autorin Mechthild Rexnajuch. Eins der wesentlichen Puzzlestücke für ein gutes Leben ist Mut zu haben. Mut zu haben, morgens aufzustehen und zu sagen, so, ein neuer Tag. Selbst wenn ich weiß, der Tag wird wahrscheinlich nicht so schön, weil ich unangenehme Dinge vor mir habe. Unabhängig davon, Mut glauben ganz viele Leute nicht zu haben, weil sie glauben, Mut bedeutet, dass man keine Angst mehr hat. Meine simple Antwort ist, Mut ist, wenn man es trotzdem tut. Mut ist, wenn man eine Angst spürt, eine Verunsicherung spürt und sagt, ich mach's trotzdem. Ich mache es, weil ich glaube, dass es sich lohnt. Und oft genug wirst du für diesen Mut belohnt. Mutig kann auch sein, dass du Zivilcourage entwickelst, dass du echter wirst, dass du sagst, was du denkst. Immer in der Aufmerksamkeit, niemanden unnötig zu kränken. Eine Eigenschaft, die mir in der heutigen Zeit oftmals fehlt. Entweder wird nicht gesagt, was zu sagen wäre, oder es wird anonym so viel Dreck geworfen, dass es Menschen zerstören kann. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns an diese altmodische Courage erinnern, an diesen Mut zu sagen, ich finde es nicht in Ordnung, ohne dass wir uns dabei anbrüllen, ohne dass wir die Messer zücken, ohne dass wir über richtig und falsch diskutieren, sondern einfach nur mit dieser geraden, klaren Form für etwas einzutreten, was uns etwas bedeutet, was für uns selbst einen Wert darstellt. Ich glaube, dass diese Qualität des Mutes Übung braucht. Und wieder mal eine Entscheidung, wie so oft. Das, was meiner Erfahrung nach ein gutes Leben bringt, sind klare Entscheidungen für sich selbst. Und mutig zu sein, heißt wirklich immer, ich tue das, was erforderlich ist, ohne zu wissen, was dabei rauskommt. Es erinnert mich an ein Kinderbuch vom Ritter, der sich im Finstern fürchtet. Unabhängig, dass das eine schöne Alliteration ist, war es ein Ritter, der als besonders mutig galt, weil er nämlich alle seine Heldentaten am Tageslicht vollbracht hat. Dieser Ritter hatte eine Mörderangst davor, wenn es dunkel war. Und deswegen hatte er nur eine Möglichkeit, seine Heldentaten bei Tageslicht zu machen, weil er sonst vor Angst einging. Dieses Motiv fand ich ganz zauberhaft, weil ich dachte, vielleicht war das oft so, dass die wirklichen Helden ganz viel Angst hatten und Angst einen manchmal ganz schön mutig machen kann. Ich weiß, dass dieser Satz gewagt ist in einer Zeit, in der viele Menschen Angststörungen haben. Aber ich betone hier jetzt mal das Wort Störung. Ich glaube, eine gesunde Angst schließt Mut nicht aus.